Hallo YouTube, heute möchte ich euch zeigen, wie man diesen Luftballoneffekt mit Spraydosen hinbekommt. Und zwar braucht ihr hierfür einfach 5 bis 6 verschiedene Farben derselben Farbreihe und die sollten möglichst kontrastreich sein. Also jetzt zum Beispiel ein sehr helles Gelb und ein ins Orange gehendes Gelb. Dazu dann noch Schwarz und Weiß. Mehr braucht ihr dafür auch schon nicht und ja, seht es euch an. Viel Spaß beim Ausprobieren und falls es euch gefällt, Daumen hoch und abonnieren. So, hier habe ich euch die Farben eingeblendet. Ich schreibe euch die genauen Bezeichnungen unten in die Beschreibung rein. Ihr nehmt mal zu Beginn das hellste Gelb und skizziert mal die Buchstaben grob vor. Ich empfehle euch, meine Fotovorlage von Google euch rauszusuchen, dann ist es etwas leichter, die Schatten später zu sprayen. Wir fangen an, ein mittleres Gelb zu nehmen und die ganzen Flächen auszusprayen. Dann eben die dunkelste Farbe eurer Farbreihe, in diesem Fall eben das Orange. Und hierbei fangt ihr eben an, die dunkelsten Spiegelungen von der Fotovorlage zu sprayen. Wenn ihr das habt, dann nehmt ihr euer hellstes Gelb oder eure hellste Farbe und sprayt die hellsten Spiegelungen. Hierbei meine ich aber noch nicht die Highlights bzw. auch noch nicht die ganz dunklen schwarzen Schatten. Wirklich nur die dunkelsten Schatten bzw. die hellsten Spiegelungen. Wenn ihr das habt, dann kommen wir nämlich wirklich zu den ganz dunklen schwarzen Stellen und da nehmt ihr einfach jetzt euer Schwarz und sprayt auch diese ein. Generell verwende ich einfach nur die Standard-Caps von den Montana Goldfarben. Also hier gerade die Skinny Caps von der Goldreihe und eben auch die Fat Caps von den Montana Black Farben. Eben, und wenn ihr die Schatten habt, dann geht rüber zu den Highlights und sprayt diese mit der weißen Farbe. Generell ist es bei diesen Luftballon Style sehr wichtig, einen hohen Kontrast zwischen hell und dunkel zu bekommen, damit das Ganze etwas plastischer aussieht. Und deswegen eben weiß-schwarz bzw. eine kontrastreiche Farbreihe von ganz helles Gelb bis eben Orange. Um die Luftballons quasi schärfer wirken zu lassen, finde ich, ist es einfacher, den Hintergrund erst zu Ende zu sprayen, das heißt die schwarzen Umrandungen erst ganz am Schluss machen. Im Prinzip ganz einfach, ihr müsst nur etwas Handling mit der Dose rausbekommen und ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und bis bald. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir einfach in die Kommentare und ich melde mich bei euch.